Beste Stimmung herrschte beim ersten Tri-Women-Triathlon in Strandbad Zehlendorf. So, Nicole, der erste Tri-Women hier in Zehlendorf, er müsste das jetzt geschlagen. Schaust sehr zufrieden aus. Ich bin auch sehr zufrieden. Ja, wir haben erstens einmal Glück mit dem wundervollen Wetter. 41 Starterinnen am Start und ja, unfallfrei, das war das Wichtigste. Und es war sichtlich erkennbar, dass die Teilnehmerinnen ganz viel Spaß gehabt haben. Ja, wir sind mehr als zufrieden, muss ich wirklich sagen. Also mit 41 Startern heute perfekt, perfekte Location, perfektes Veranstalterteam. Vor allem muss ich erwähnen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir heute österreichische Triathlon-Geschichte geschrieben haben. Wir haben heute den ersten eigenständigen Frauentriathlon in der österreichischen Triathlon-Geschichte veranstaltet und das, glaube ich, ist besonders hervorzuheben. Und das in Seeburg am Mühlstättersee. Das in dem wunderschönen Kärnten und am wunderschönen Mühlstättersee, das stimmt. Ja, und wie ist dir heute gegangen? Super, muss ich sagen. Eine tolle Veranstaltung. Bestens organisiert, super und Spaß gehabt dabei. Sozusagen der Auftrag, auch nächstes Jahr so einen Triathlon in Seeburg zu veranstalten. Ja, ich hoffe, gell? Ich warte drauf. Steck mich rein.